Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 2 mit dem Ralf. Und ja, wir sind auf dem Weg, eigentlich Angel zu retten, aber im Gegensatz zu Borderlands im Hauptgame hat diese Angel nach ihrer Befreiung Rachegelüste und ist ein bisschen pissig, weil was ihr Vater alles mit ihr gemacht hat, und sie will sich an der gesamten Welt rächen und hat sich in ein riesen Spinnenmonster verwandelt. Uiuiui. Müssen wir sie killen? Domo arigato, ihr Penner! Aua. Wir gehen hin. Und oh, die ist bei mir. Aua. Haut mal ab, ihr kleinen Pissviecher. Ihr könnt es nicht mehr den Ritter der Königin aufnehmen. Ja. Müssen wir ein bisschen zündeln. Kommt und holt mich, ihr Arschgeigen! Oh, hi. Und hab ich dir was? Kommt einfach rauf. Aber diesmal wirklich. Ich gebe den Aufzug frei. Mussten wir die Tochter des Hexers wirklich auf diese Art umbringen? Sie war vielleicht gar nicht so böse, wie man meinen konnte. Was? Nee. Die Tochter des Hexers ist die schlimmste von allen. Ohne sie wäre alles prima gelaufen und niemand hätte sterben müssen. Ich warte. Ich loote. Kennst du das? Looten. Das ist das, wenn das aufhält, was die Gegner fallen lassen. Kennst du nicht, ja? Du hast ja noch keinen Gegner besiegt. Hm.
Dragon Keep. Nett. Haben wir Badass? Ja, wir haben Badass. Oh, gleich kriegen wir nochmal einen. Von meinem Balkon aus zuschauen, wie ihr schreiend in einzelne blutende Teilchen zerrissen werdet. Verdammt, Tina, das war aber ganz schön explizit. Schimpf nicht auf den Spieler, schimpf auf das Spiel. Beeilt euch lieber, bevor meine Männer in die Zelle eurer kostbaren Königin eindringen und sie ermorden. Viel Glück dabei, das nicht in die Welt zurückzubringen. Hey, hey. Du wirst die Königin doch nicht töten, bevor wir die Chance haben, sie zu retten, oder, Tina? Ich sag dir, keine Regeln. Pack nur drauf, pack nur drauf! Da! Überall Gegner! Wo ist er hin? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Alter, das geht mir gar nicht auf den Sack. Alter. Was hauen die gerade für einen Schaden raus? Ruckelt es jetzt hier so. Badass im Anrücken! Immer feste drauf! So gefällt mir das! Aus dem Nichts beschwöre ich euch an! Denn ignoriere ich euch halt mal, ihr Pisser. Na endlich. Ihr kommt etwas zu spät, um eure kleine Königin zu retten. Aber immerhin rechtzeitig, um unvorstellbar qualvoll sterben zu dürfen. Hier ist er, der große Boss. Wollt ihr wirklich nicht auf Roland warten? Wir können nicht auf ihn warten. Er Nein, ist... Hat es so gewollt. Kämpft! Da ist er.
Das gibt's doch nicht. Hört diese Mimik aus. Oder wieso mache ich jetzt nur noch so wenig Schaden? Und tot. Wenn ihr tot seid, brennt dieses dämliche Scheiß durch. Dämonisch. Okay. So,
Ablenkungen raus. Ich muss mal Muni holen. Mehr Power! Langsam wird's lächerlich. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Keine Muni mehr. Aua. Mein Treffer-Fehlschussverhältnis ist zum Heulen. Ich hab kein Muni mehr, verdammte Scheiße. Hilft ja nix. Fuck, der war gleich tot gewesen. Ja, klar. Ich spawne direkt auf den Sack. Aus dem Bereich und bin direkt tot. Was soll der Scheiß? Born Camper. Viel Glück bei ihrer Rache, Adine. Ja.
Gesetz! So gefällt mir das. Jetzt mal drauf! Aber. Geschafft! Der Handsome Hexer ist tot! Und ratet mal, wer zur Siegesparty kommt? Unser allerliebster, unbesiegbarer Ritter, Roland! Tina, es reicht jetzt, echt. Geschafft. Wir haben gewonnen. Und Roland kam vorbei und war echt happy. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, Ende. Hör auf! Du weißt, was Jack mit Roland gemacht hat. Ich nicht. Sie hat recht, Tina. Also wollt ihr noch ein paar Nebenquests, oder? Du musst dich damit abfinden. Roland ist tot. Weißt du was? Ist schon gut. Er muss ja nicht weg sein. Nicht solange du es nicht willst. Ja, mach weiter. Ich will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Danke. Als der tödliche Zauber des Hexers auf den ahnungslosen Ritter zuwirbelte,
War klar, dass nur ein Wunder ihn retten würde. Aber glücklicherweise... passierte genau das. Ein Wunder. Deswegen hat Roland gerettet. Wie passend. Und wie? Also, wie fandet ihr den Kampf, Leute? Ich brauche ein bisschen Feedback. Mir hat der Teil gefallen, wo wir ihn getötet haben. Ja, war geil, Mordecai. Ja, war irgendwie gar nicht so übel. Aber vergesst nicht, die Königin ist immer noch nicht frei. Als ihr über die Leichen der Unglücksritter steigt, die versucht haben, die Königin zu töten, wisst ihr, dass ihr hier richtig seid. Denn wer sonst könnte der Welt das Licht zurückbringen? Wer, wenn nicht die schönste, bezauberndste und anmutigste Königin aller Zeiten? Aschgaul! Oh, wie geil! Das ist... wow! Warum überrascht mich das nicht? Sie ist wunderschön! Die Königin ist in Sicherheit und kann endlich ihren Zauber wirken und der Welt das Licht zurückbringen. Sie braucht Iridium, um ihren Zauber aufzuladen. Fütterst sie damit? Ich habe eine Conference Call damit bekommen. Aber ohne Effekt. Ohne Effekt ist die bisschen scheiße. Aber hey. Wusste ich gar nicht, dass die hier auch droppen können. Habe ich aber nicht geguckt, ist die auch Level 80? Ja, die ist auch 80. Vom Preis her? Ja, ist natürlich auch, weil sie effektlos ist, billiger. Das ist halt schade. Den Effekt bringt hier noch einiges. Oh, da liegt auch noch was. Das Geld wollen wir nicht liegen lassen. Ende. Und? Was sagt ihr, Leute? Das war wirklich toll, Tina. Jawohl! Das hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute, der Spion hat die Zugangscodes zur Hyperion-Mondbasis ausgespuckt. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Oh ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Zurück in eine Welt voller Blut und Wahnsinn, die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hatten. Wiedersehen. Und in den Tagen, die dann folgten, würden sie sich erinnern. Ihrer gefallenen Freunde, der Abenteuer, die sie erlebt hatten, ob real oder in der Fantasie. Und sie würden wissen, egal wie schlimm es auch kommen mochte, gemeinsam wären sie nie allein. Ich liebe
liebe euch alle. Dann sagt der Captain etwas Dummes und versaute alles. Lol. Na, ja, war gut. Was haben wir's? Alter. Der DLC hat mich doch deutlich länger in Anspruch genommen, als ich es eingeplant hatte. Ich habe ihn gestern Abend schon angefangen. Heute Vormittag habe ich auch schon aufgenommen. Den ganzen Mittag und jetzt bis jetzt. Alter. Es sind bestimmt 6 Stunden oder 8 Stunden draufgegangen. Muss ich mal zusammenrechnen, wie viel der alleine gebraucht hat. Gute Arbeit. Ihr habt den Hexer besiegt und der Welt das Licht zurückgebracht. Ihr habt euch eine Verschnaufpause verdient. Keine Sorge wegen der Königin. Ich bring sie selbst zurück in die Stadt. War's das? Das kann's doch nicht schon gewesen sein. Ach wo? Ihr habt noch massig Nebenquests zu erledigen. Und ich hab alle Zeit der Welt. Naja, ob ich die alle mache, das weiß ich noch nicht. So. Hieronymo! Och Gott. Das Blutbad steht bevor. Bring Freunde mit. Ah ja, das ist der Raid-Boss. Das weiß ich nicht, was das ist. Entscheidung muss getroffen werden. Bumm. Okay, holen wir die Crumpets noch, aber wo soll hier noch? Eine nicht entdeckte Entscheidung sein? Da. Okay. Ist es noch hier unten?
Jetzt ist wieder. Moment, der Salat hat dir geschmeckt? Wo ist dann das Problem? Wisst ihr, wer den Geschmack von Salat mag? Erwachsene! Ich will keine Erwachsene sein! Tina, du bist ja unter drei Erwachsenen. Und die haben gerade imaginäre Crumpets gesammelt, weil sie das für eine ziemlich lustige Idee hielten. Sowas wie Erwachsensein gibt es gar nicht. Ich... Weißt du was, Mädchen? Da ist was dran. Ich lass dich leben. Erstmal. Lol. Fest ab und ich gebe euch ein paar EP. Lol. Die andere Quest lasse ich mal, weil keine Ahnung, wo die sein soll. Ich habe keinen Bock jetzt das ganze Ding abzusuchen. Kommt in die Gänge! Holt drei andere Freunde oder ihr werdet sterben! Gott, ich hab die voll geile Rezeptidee. Schokokekse mit Schokostückchen über den Salat gekrümelt. Worauf immer du Bock hast, Kleine. Boah. Ohne die Königin bleibt diese Welt in Dunkelheit gefangen. Hey, Sugar. Ich sage nur zwei Worte. Magisches Gemetzel. Und dann sage ich noch 24 weitere Worte. Mein alter Kumpel Mördelin, der Zauberer, managt eine meiner Arenen. Einen Ring des Gemetzes. Geht zu ihm, wenn ihr ein paar Orks umbringen wollt. Arenen meiden wir. Arschgaul will, dass ihr sie streichelt. Wie soll man sie denn streicheln? Mit einem Patsche auf den Pöppes, du Pfosten. Ich streichle das prächtige Pony. Würfelt, um zu sehen, ob es ihr gefällt. Es gefällt ihr. Du bist ein prächtiges Pony. Oh, ich glaube, Arschgaul hat Hunger. Womit sollen wir sie füttern? Sie ist eine glamouröse Königin aus Diamanten, liebste Lila Lulilith. Füttert sie mit den edelsten Dingen, die das Leben bietet. Mit Iridium zum Beispiel. Arschgaul ist ein Geschenk für euch da. Es duftet nach Regenbogen und Sommertagen. Oh. Also, wenn wir sie mit Wertsachen füttern, kackt sie Beute aus? Verstehe ich dich da richtig? Na, Logo! Du bist sowas von schräg. So, kacken wir nochmal ein bisschen. Hey, Mordecai. Hey. Hab dich lieb. Sei bitte nicht so schräg. Das ist nicht das, was ich will. Oh, guck dir die Farbe das auch an. Nicht. Boah, wie hoch ist die Chance, dass die eine Kristallwaffe Flass fallen lässt? Naja, egal. Ignorieren, ignorieren und ignorieren. Damit sind wir am Ende dieser DLC-Episode und auch dieser Folge. Ich habe es jetzt ein bisschen überzogen, aber ich wollte halt den Rest voll aufkriegen. Damit haben wir den Bunkern Badass DLC von Borderlands 2 erledigt. Jetzt kommen noch die 5 oder 6 DLCs, die Headhunter DLCs. Das erste ist das Hammerlock Headhunter DLC und dann
geht's weiter mit. Na, die sind an Feiertagen orientiert. Da gibt's eins für Weihnachten, eins für Thanksgiving, für Halloween, für Valentinstag und. Die dürften aber insgesamt nicht so lang sein wie eine solche DLC-Kampagne. Aber das werden wir sehen. Wir werden uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge mit den Handhunters DLC befassen. Wenn wir diese alle abgeschlossen haben, dann kommt der neue DLC, der Lilith DLC. Und dann sind wir durch. Dann haben wir Borderlands 2 komplett abgeschlossen. Jawohl. Also, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann in Sanctuary wieder. Bis denn dann.